Am 21. März 2019 fuhr ein Team von Wissenschaftlern aus Westaustralien mit einem Boot hinaus, um Orcas zu beobachten. Aber sie hatten keine Ahnung, was sie erleben würden. Mehrere Orcas taten sich zusammen, um einen ausgewachsenen Blauwal gewaltsam anzugreifen. Die Länge ihrer Beute betrug 18 bis 21 Meter. Aber die Flanke des Wals war bereits mit Zahnabdrücken übersät. Der größte Teil der Rückenflosse des Wals wurde abgerissen und das Gesicht erlitt brutale Verletzungen. Die Orcas rissen das Fleisch bis auf die Knochen auf, so wie ein Rambock. Drei Raubtiere schlugen in die Seite des Wals ein und ein anderer Orca begann sich an der Zunge zu laben. Infolgedessen starb der Blauwal etwa eine Stunde nach der Ankunft des Forschungsteams. Aber die Geschichte war noch nicht zu Ende. Etwa 50 Orcas haben sich nach dem Tod des Wals über ihn hergemacht und alles gefressen, was sie finden konnten. Den Forschern zufolge war dies nicht das erste Mal, dass Orcas Blauwale angriffen und auch nicht das letzte Mal. Zum Beispiel tötete eine andere Gruppe von Orcas 2019 ein Blauwalkalb und 2021 einen jungen Blauwal. Aber es ist eine Sache, ein Kalb oder ein Jungtier zu töten und eine ganz andere, ein erwachsenes Tier zu töten. Das ist keine leichte Aufgabe. Ein erwachsener Blauwal ist ein großer, starker Gegner und es erfordert viel Energie, Kraft und Ausdauer. Die einzige Chance für Orcas ist, sich zusammenzutun und zusammenzuarbeiten. Und das verstehen sie sehr gut. Außerdem ist der Blauwal groß genug, sodass jeder Orca in der Gruppe mit Sicherheit zubeißen kann. Warum also nicht einen Angriff koordinieren? Orcas sind verdammt gut in Teamwork. Der Angriff auf den Blauwal, der März 2019 stattfand, wurde von mindestens 12 Orcas koordiniert, angeführt von 8 erwachsenen Weibchen und einem Männchen. Die jüngeren Orcas schauten von der Seite zu. Übrigens, es waren erwachsene Weibchen, die den Angriff anführten. Und das ist kein Zufall. Weibliche Orcas gelten als grausamer und aggressiver. Wissenschaftler haben das vor nicht allzu langer Zeit herausgefunden. Bisher war man davon ausgegangen, dass bei Angriffen von Orcas auf große Wale erwachsene Männchen beteiligt sein müssen, um erfolgreich zu sein. Aber alle drei der erwähnten Angriffe wurden von Weibchen angeführt, die etwa 20% kleiner sind. Aber was könnte der Grund dafür sein? Nun, höchstwahrscheinlich liegt es daran, dass sie Mütter sind. Den Forschern zufolge müssen die Weibchen ihre Jungen füttern und sie müssen möglicherweise auch häufiger fressen als die Männchen. Das bedeutet, dass Weibchen eher zum Angreifen geneigt sind. Tatsächlich können Orcas Beute in der Größe von Blauwalen nicht nur dank ihrer Teamarbeit erledigen. Orcas wissen genau, wie sie sich verhalten müssen und wenden immer wieder die gleichen Tricks an. Zuerst beißen sie den Wal in die Schwanzflossen, höchstwahrscheinlich um ihre Beute zu verlangsamen. Orcas drücken auch den Kopf des Wals unter Wasser, um ihn daran zu hindern, nach Luft zu schnappen. Falls du es vergessen hast, Wale sind keine Fische und müssen an die Oberfläche kommen, um Luft zu holen. Gleichzeitig stoßen manche Orcas den Wal von unten, damit die Beute nicht abtauchen und sich in tiefere Gewässer vor ihnen verstecken kann. Eine andere Strategie, die Orcas manchmal anwenden, besteht darin, einen großen Wal an den Schwanzflossen zu packen und dann zu versuchen, ihn auf den Rücken zu drehen. Wenn die Orcas erfolgreich sind, halten sie ihre Beute so lange in dieser Position, bis der Wal erstickt. Ja, Orcas können den Wal nicht immer zu Fall bringen, aber das hält sie nicht davon ab, etwa 11,5% der erwachsenen Buckelwale mit Narben von Orcas zurückzulassen. Trotzdem riskieren die Orcas nicht, erwachsene Buckelwale anzugreifen. An erwachsenen Buckelwalen wurden fast keine frischen Narben gefunden. Es ist für sie viel einfacher, ein Jungtier zu erlegen, als sich mit einem erwachsenen Buckelwal auseinanderzusetzen. Der Grund dafür ist der Schwanz. Der Schwanz eines Buckelwals ist eine tödliche Waffe und ein einziger Kerl kann einen Orca leicht töten. Die Flossen eines Buckelwals wiegen manchmal eine ganze Tonne und sie sind kleiner als die Flanke. Und wenn man bedenkt, wie gut Orcas in allem sind, was mit der Waljagd zu tun hat, wäre es seltsam, wenn die Menschen nicht einen Weg finden würden, sie für sich zu nutzen. In der Twofold Bay in Australien errichteten Walfänger in den 1830er Jahren Walfängerstationen an der Küste. Im Laufe eines Jahrhunderts arbeitete die lokale Orca-Population mit den Walfängern zusammen und alarmierte sie. Wenn größere Wale vorbeizogen, schwammen die Orcas buchstäblich in die Bucht und klatschten mit ihren Schwänzen, um die Walfänger zur gemeinsamen Jagd aufzurufen. Wahrscheinlich haben die Orcas irgendwann einfach gemerkt, dass sie sich auf diese Weise viel weniger anstrengen müssen, um an Beute zu kommen. Der berühmteste Helfer der Walfänger war ein Orca namens Old Tom. Die Aktivität des Anführers einer Orca-Gruppe, die Bayline-Wale in die Bucht trieben, wurde 1895 bemerkt. Seine Gruppe wurde The Kills of Eden genannt und war zwischen 1840 und 1900 aktiv. Es wird angenommen, dass Old Tom drei Generationen einer bestimmten Walfängerfamilie unterstützt hat. Diese Familie verließ sich auf traditionelle Walfangtechniken wie Ruderboote und Harpunen, damit sie die Orcas nicht durch laute Geräusche störten oder sie in Stress versetzten. Vielleicht waren die Orcas deshalb bereit, den Menschen zu helfen. Die Beziehung zwischen den Orcas und der Walfängerfamilie beruhte auf gegenseitiger Gesundheit. Wenn ein Mann während einer der Walfangfahrten über Bord fiel, schützten die Orcas den Mann vor Gefahren, bis er wieder an Bord war. Wenn sich Orcas in den Angelschnüren verhedderten, wurden sie von den Walfängern freigeschnitten.
Die Orcas nutzten die einzigartige Geografie der Bucht, um Wale zu überfallen, die viel größer waren als sie selbst. Die Raubtiere trieben die Wale in flaches Wasser, damit die Walfänger sie erledigen konnten. Wenn ein Wal starb, ernährten sich die Orcas von den Lippen und der Zunge des Wals und überließen den Rest des Kadavers den Walfängern. Obwohl der alte Tom ein so berühmter Orca war, dass er sogar einen Wikipedia-Eintrag bekam, wurde der alte Tom am 17. September 1930 tot aufgefunden. Man nimmt an, dass er zu diesem Zeitpunkt über 90 Jahre alt war. Das Skelett des alten Tom wurde in das Edenkiller Whale Museum gebracht, wo es heute noch zu sehen ist. Jetzt denkst du bestimmt, dass Orcas super gefährliche Raubtiere sind, echte Meeresraubtiere und so weiter. Nun, du hast recht. Sie sind so gefräßig, dass die Menschen begannen, Orcas als Schreckgespenster zu nutzen. Beamte in der Fischerstadt Astoria, Oregon, setzten 2015 eine motorisierte Orca-Attrappe aus, um die Seelöwen zu verscheuchen. Hunderte von ihnen drangen in die Häfen ein und obwohl sie normalerweise das nur im Winter tun, beschlossen sie für immer hier zu bleiben. Es musste etwas dagegen unternommen werden, aber der Stadt hatte einfach nicht genug Geld, um eine Barriere zu bauen. Die Seelöwen waren laut, unordentlich und fraßen sogar die Fische, die die Einheimischen normalerweise fingen. Insgesamt konnte das Problem nicht ohne die Hilfe eines falschen Orcas gelöst werden. Nun damals im Jahr 2015 erwies sich die Orca-Vogelscheuche als nicht sehr nützlich. Auf dem Weg zu seinem Ziel kippte er auch ein paar Mal um. Aber das hielt die Einheimischen nicht davon ab. Sie hatten nicht viele Möglichkeiten. Nein, 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 nein. Aber um ehrlich zu sein, hat mich die Vogelscheuche nicht sonderlich überrascht. Ganz im Gegensatz zu den Orcas, die den Walen geholfen haben. Am 10. Januar 2022 erschien ein seltsamer Artikel auf der Webseite von Whale Watch Western Australia. Er berichtete von einem jungen Buckelwal, der in der Nähe der Küstenstadt Bremer Bay gesichtet worden war. Bei näherer Betrachtung entdeckten die Zeugen, dass sich der Wal in Fischereigeräten verheddert hatte und seinem erschöpften Zustand nach zu urteilen, war er schon sehr lange dort gefangen. Die Situation wurde nur noch schlimmer, als sich herausstellte, dass Orcas auf den Wal zu steuerten. Es hatte den Anschein, dass ein junger, hilfloser Wal die perfekte Beute ist. Aber anstatt ihre potenzielle Beute zu verspeisen, rissen die Orcas den größten Teil des Fangsgeräts vom Buckelwal ab und schwammen dann einfach davon. Ja, genau. Sie schwammen einfach weg und ließen die erstaunten Zuschauer mit der Frage zurück, ob sie das mit Absicht oder aus Versehen getan haben. Auf jeden Fall war es sehr nett von den Orcas. Obwohl Wissenschaftler der Meinung sind, dass man ihnen keinen Altruismus unterstellen kann, kämpfte der erschöpfte und geschwächte Wal um sein Leben. Aber was hat das alles damit zu tun? Nun, den Beobachtungen nach zu urteilen, sind Orcas ziemlich kluge Tiere. Sie häuten die Wale sogar, bevor sie essen, um die Parasiten loszuwerden. Um ehrlich zu sein, gefiel mir die witzige Theorie, dass Wissenschaftler vorschlugen, den Orcas sei die Mühe der Beute nicht wert und sie den Wal bis zum nächsten Mal etwas mästen lassen. Aber glaube nicht, dass Wale völlig hilflos sind. Wenn sie nicht gegen Orcas kämpfen könnten, wären sie schon längst ausgestorben. Zum Beispiel flüstern Walweibchen ihren Kälbern zu, sich von Orcas fernzuhalten. Jedenfalls wurde das bei südlichen Schwertwalen beobachtet. Wale sind für ihre Lieder bekannt, die geheimnisvollen Töne. Normalerweise machen sie einen tiefen Ton, aber im Meer erregen laute Schreie unnötige Aufmerksamkeit. Deshalb ziehen weibliche Wale mit ihren Kälbern oft näher an die Küste, damit das Rauschen der Küstenwellen ihre Laute übertönt. Im Allgemeinen sind die meisten Walsignale für große Entfernungen ausgelegt, aber wenn die Weibchen flüstern müssen, machen sie relativ leise Töne, damit nur die Kälber sie hören können. In der Regel geht das Flüstern bei einer Entfernung von rund 200 Metern im Hintergrundgeräuschen unter, was bedeutet, dass es nicht die Aufmerksamkeit von Raubtieren auf sich zieht und die Kälber keinen unnötigen Risiko ausgesetzt werden. Eine weitere Verteidigungsstrategie der Wale, dieses Mal sind es Pottwale, ist die Margarita-Formation. Dieser Bazarname bezeichnet eine besondere Anordnung einer Pottwalschar, bei denen die Tiere das am meisten gefährdete Individuum umringen und ihre kräftigen Schwänze nach außen strecken. Ich habe ja schon erwähnt, dass Orcas auf Schwänze reagieren, also ist das eine funktionierende Strategie. Nicht jedes Raubtier wird es wagen, seinen Kopf in der Mitte einer tödlichen Pottwalformation zu stecken. Auf diese Weise schützen Pottwale ihre Kälber, gebärende Weibchen und verletzte und geschwächte Artgenossen. Kurz gesagt, diejenigen, die für die Orcas am verwundbarsten sind. Manchmal gehen Wale sogar noch weiter. Wale können gemeinsam in den Tarnmodus gehen, indem sie ihre Aktionen koordinieren. Wissenschaftler haben das vor nicht allzu langer Zeit entdeckt. Schnabelwale nutzen die Echoortung, um ihre Beute zu finden. Eine ganz normale, funktionierende Jagdstrategie, allerdings mit einem unangenehmen Nebeneffekt. Die Echoortung alarmiert Orcas in der Nähe, die nichts dagegen haben, die Wale und Schnabelwale zu fressen. Sie mussten also in einem effektiven, aber ziemlich energieaufwendigen Trick synchronisierte Tauchgänge und lautlose, unvorhersehbare Bewegungen ausarbeiten. Aufsteigende Wissenschaftler entdecken dies zufällig. Im Gegensatz zu anderen Walen tauchen Schnabelwale auf eine Weise, die keinen Sinn zu ergeben scheint. Sie tauchten lautlos und bis zu einer großen Tiefe, in die Orcas ihnen mit Sicherheit nicht folgen werden, und beginnen dann ihre Jagd. Das dauerte etwa eine Stunde, danach tauchten die Wale genauso lautlos wieder auf, und zwar nicht irgendwo in der Nähe, sondern etwa einen Kilometer von dem Ort entfernt, an dem sie zuletzt die Geräusche gemacht haben.
Auf diese Weise können die Orcas die Schnabelwale nicht oder nur sehr schwer aufspüren. Diese Überlebenstaktik hat jedoch ihren Preis. Die Forscher schätzten, dass diese zeitaufwendigen Jagdtauchgänge die Zeit für die Nahrungssuche um mehr als 35% erhöhen. Aber hier musst du dich entscheiden. Entweder du isst oder du wirst gefressen. Kommen wir aber nun zurück zu den Buckelwalen. Ich habe bereits erwähnt, dass Orcas nur in seltenen Fällen erwachsene Wale angreifen. Vor allem, weil Buckelwale sich tatsächlich wehren können und es geht nicht einmal um einen Kampf unter vier Augen. Manchmal kämpfen Buckelwale gegen ganze Orca-Scharen. Ein solcher Kampf ereignete sich in der festen See zwischen British Columbia und Washington State, wo neugierige Touristen 20 Minuten lang alles finden. Ein Buckelwal kämpfte gegen eine ganze Horde von 9 Orcas. Außerdem verteidigte sich der Wal nicht nur, sondern griff die Raubtiere auch an. Nachdem er ihnen zuvor einige Zeit gefolgt war, vermuteten Experten, dass die Aggressionen des Wals durch die Angst vor einem Angriff ausgelöst wurden, da er ständig Geräusche von sich gab, während er an die Oberfläche aufstieg. Höchstwahrscheinlich, um die Orcas abzuschrecken. Obwohl Videos von solchen Begegnungen selten sind, ist es nicht ungewöhnlich, dass Buckelwale in die Offensive gehen. Forscher der Oregon State University stellten 30 Fälle fest, in denen Buckelwale Orcas angreifen, wenn diese anfingen, die Wale oder andere Säugetiere zu jagen. Du kannst sehen, wo diese Begegnungen stattgefunden haben. Der Buckelwal ist unseres Wissens nach die einzige Tierart, die sich absichtlich angreifenden Orcas nähert und sie vertreiben kann, sagt Dr. Robert Pittman, ein Meeresonkologe. Und ja, du hast richtig gehört, Buckelwale können tatsächlich andere Tiere vor Orcas beschützen. Im Mai 2012 haben sie es nämlich tatsächlich getan. Eine Gruppe Orcas hat einen Grauwal und sein Kalb angegriffen und nach einem kurzen Kampf wurde das Kalb getötet. Eine traurige, aber alltägliche Geschichte. Aber was dann geschah, entzieht sich einer einfachen Erklärung. Zwei Buckelwale, die zum Zeitpunkt des Angriffs bereits vor Ort waren, reagierten zunächst nicht auf das, was geschah. Nach dem Tod des Kalbs trafen jedoch 14 weitere Buckelwale ein und begannen sich 6,5 Stunden lang mit den Orcas zu streiten. Sie machten laute Geräusche und schlugen jedes Mal mit ihren Schwänzen nach den Orcas, wenn sich die Raubtiere näherten, um das Kalb zu fressen. Zur gleichen Zeit schwamm Krill, die Lieblingsnahrung der Buckelwale, ganz nah heran. Aber die Wale ignorierten sie einfach. Sie wollten nur den Kadaver des Kalbes schützen. Und das war kein Einzelfall. Es gibt mehrere Theorien, die erklären, warum das passierte. Einige Wissenschaftler glauben zum Beispiel, dass Buckelwale davon profitieren, wenn sie die Orca-Jagd behindern. Buckelwale wissen, dass Grauwalkälber verletzlich sind, aber Erwachsene können sich gegen Orcas gut zur Wehr setzen. Deshalb helfen Buckelwale den Kälbern, die schwierige Zeit der Jugend zu überleben, damit es später mehr erwachsene Wale gibt. Einer anderen Theorie nach ist es für Buckelwale etwas Persönliches. Wie ich schon sagte, haben viele von ihnen Narben von Angriffen der Orcas hinterlassen. Vielleicht geht es darum, einen Groll zu hegen. Das erklärt, warum Buckelwale Robben, Seelöwen und andere Tiere vor Orcas beschützen. Sie haben sogar Mondfischen geholfen, obwohl das überhaupt keinen Sinn macht. Es ist nicht einmal ein Säugetier. Vielleicht ist der Grund auch Altruismus. Schließlich sind Wale klug genug, um jemandem helfen zu wollen. Es gibt noch eine andere Theorie, die die letzten Annahmen der Denkweise der Buckelwale teilweise widerspricht. Den Lärm, den die Orcas bei der Jagd machen, bedeutet eine Bedrohung für ihren Nachwuchs. Sie sind sozusagen darauf programmiert, auf diese Geräusche zu reagieren und es spielt keine Rolle, wer genau in Gefahr ist. Wissenschaftler, die an dieser Theorie festhalten, weisen außerdem auf einen weiteren wichtigen Punkt hin. Die Wale wollen nicht einmal einem anderen Tier beim Überleben helfen, sie wollen die Orcas vom Töten abhalten, weil sie am Ende auch ihr Kalb töten könnten. Das ist alles etwas verwirrend, aber es scheint, dass die Zahl der aggressiven Zusammenstöße zwischen Orcas und Buckelwalen zunimmt. Ende September 2022 kam es in der Nähe der Grenze zwischen den Vereinigten Staaten und Kanada zu einer regelrechten Massenschlägerei zwischen diesen Meeresbewohnern. Mehr als ein Dutzend aggressiver Orcas gegen ein paar weibliche Buckelwale, die sich in der Defensive befanden. Die heftige Konfrontation, die mehrere Stunden dauerte, beinhaltete Berichten zufolge kämpfende Schwanzschläge, Flossenbisse und laute Geräusche, die über der Wasseroberfläche zu hören waren. Es ist nicht klar, wer genau als Sieger aus diesem Kampf hervorging, da der Nebel das Ereignis verhüllte, aber offenbar war der Showdown grandios. Die Begegnungen zwischen diesen beiden Arten sind häufiger geworden. Und das alles hat seltsamerweise nichts mit den Menschen zu tun. Wir machen Orcas oder Wale nicht aggressiver oder zwingen sie, um Beute zu kämpfen, damit sie in einer veränderten Welt irgendwie überleben können. Zusammenstöße zwischen Walen und Orcas kommen halt vor. Die Population des Buckelwals hat sich in letzter Zeit wieder erholt. Nach einem starken Rückgang hat der Walfang diese Tiere einst geschadet, aber jetzt sind sie bereit, in den Kampf zu ziehen. Eigentlich sind Orcas, wie du bereits festgestellt hast, bereit, verschiedene Beutetiere anzugreifen. Aber in letzter Zeit sind ihre Zusammenstöße mit Buckel- und Blauwalen immer häufiger geworden. Wie ich schon sagte, erholt sich der Ozean vom jahrhundertelangen Walfang und die Orcas ernähren sich wieder so, wie sie es schon immer getan haben. Und zwar bevor die Menschen die meisten von ihnen gefangen und getötet haben. Im Allgemeinen hat also die Konfrontation zwischen Walen und Orcas nicht erst jetzt begonnen.
Sie bekriegen sich schon seit der Antike und erst das Eingreifen der Walfänger verschaffte den Orcas einen kleinen Vorsprung, auch wenn umstritten ist, wann ihr Krieg tatsächlich begann. Ich werde jetzt versuchen zu erklären, warum. Wissenschaftler studieren Orcas schon seit sehr langer Zeit, denn diese Raubtiere sind ja auch interessant. Sie sind schlau und können sich zusammentun, um riesige Wale zu jagen. Obwohl wir immer noch nicht verstehen können, wie und wann sich ein solches Verhalten entwickeln konnte. Es gibt so wenige Fossilien von Orca-Vorfahren, dass man meinen könnte, es gäbe sie gar nicht. Und doch führten die Daten, die die Wissenschaftler haben, zu unwahrscheinlichen Schlussfolgerungen. Es stellte sich heraus, dass keiner der Vorfahren der modernen Orcas anscheinend sehr große Beute gefangen hat. Die alten Orcas bevorzugten mittelgroße und große Fische, aber einen Riesenblauwal würden sie mit Sicherheit nicht fressen. Es wird vermutet, dass die Vorfahren der Orcas die Fähigkeit, andere Meeressäuger zu erbeuten, erst später entwickelt haben. Das geschah während des Pleistozäns, also vor 2,5 Millionen Jahren. Das heißt, dass Orcas und Wale früher in Frieden miteinander lebten. Das scheint nicht allzu überraschend zu sein. Ja, sie haben sich damals wahrscheinlich nicht gestritten. Die Sache ist die, dass Wissenschaftler früher ganz anderer Meinung dazu waren. Die Ergebnisse der neuen Studie, die ich gerade mit euch geteilt habe, widersprechen nämlich der gängigen. Orcas haben angeblich Wale dazu gebracht, Wale zu werden. Blauwale und Buckelwale waren einfach gezwungen, riesiger zu werden, um sich irgendwie vor Angriffen zu schützen. Jetzt stellt sich heraus, dass die Wale viel früher riesiger wurden, als die Orcas anfangen, sich von ihnen zu ernähren. Und zwar aus einem ganz anderen Grund. Und du könntest eine berechtigte Frage stellen. Wenn Orcas so starke Raubtiere sind, die sich mit Menschen zusammentun, um Wale zu töten und zu fressen, sollten wir uns dann nicht Sorgen um die Wale machen? Immerhin sind nur Buckelwale in der Lage, gegen Orcas zu kämpfen und auch nur die erwachsenen Tiere. Das klingt nicht gerade nach sehr viel. Ist es Zeit, in Panik zu geraten? Nun, ich werde versuchen, dich zu beruhigen, aber das funktioniert nur, wenn du dich mehr um Wale als um Orcas kümmerst. Laut einer Studie, die am 28. September 2018 im Science Journal veröffentlicht wurde, könnte mehr als die Hälfte der weltweiten Orca-Populationen in 30 bis 50 Jahren vom Aussterben bedroht sein. Rate mal, wer daran schuld ist. Na gut, es sind die Menschen. Die Orcas sind von giftigen Chemikalien betroffen, die in den USA und in vielen anderen Ländern bereits verboten sind. Außerdem wurden diese Verbote bereits in den 1970er und 80er Jahren durchgesetzt. Dennoch gehören die Orcas in den nördlichen Hemisphären heute zu den am stärksten verseuchten Tieren der Welt. Sie leiden unter Pluricloriden und Phenolen organischer Verbindungen. Einst wurden sie in Kondensatoren, Ölfarben und Kühlmittel verwendet. Als die Menschen erkannten, dass sie etwas furchtbar Gefährliches geschaffen hatten, war es bereits zu spät. Schon jetzt wird angenommen, dass diese Verbindungen das Verhalten der Orcas veränderten, ihr Immunsystem schädigten und die Fortpflanzung so stark beeinträchtigen, dass viele Orcas in den nächsten Jahrzehnten nicht überleben werden. Diese giftigen Stoffe bauen sich nur langsam ab. Außerdem sind 80% der weltweiten PCP-Bestände noch nicht vernichtet worden. Aber das ist nur eine der Bedrohungen, denen die Orcas ausgesetzt sind. Oft sind diese Gifte nicht einmal die Hauptgefahr. Vergiss nicht den ganzen Meereslärm, den Steve und ich schon mehrmals erwähnt haben. Er wirkt sich stark auf die Orcas aus, zumindest weil er die Jagd erschwert und zeitaufwendiger macht. Und das wiederum veranlasst die Orcas, ihre Unterhautfett zu verstoffwechseln, wo diese schädlichen Verbindungen abgelagert sind. Diese Stoffe gelangen in die Blutbahn und verheißen im Allgemeinen nichts Gutes. Während sich die Walpopulation allmählich erholt, scheint es den Orcas immer schlechter zu gehen. Machen wir uns also keine Sorgen mehr um die Buckelwale, kümmern wir uns doch lieber um die Orcas. Bis dahin hoffe ich, das Video hat euch gefallen und ihr konntet etwas mitnehmen. Wenn dem so ist, gebt mir doch ein Like, teilt das Video mit euren Freunden und abonniert unseren Kanal. Dann sehen wir uns bestimmt auch beim nächsten Mal. Macht's gut, Freunde. Und wie immer, schreibt mir Kommentare, sonst sterben die Orcas aus. Auf Wiedersehen.